Yo, es geht noch weiter. FMN. Wisst ihr, wofür das steht? Wer weiß das? Wofür steht das? Ganz easy. Frag mich nicht. Okay, check mal. FMN Music. Live and direct. Curl Massive. Alright, here goes. This is gonna Hello? Fuck with your head. FMN Music. Giving you wickedness. Yeah, yeah, prepare yourselves. Cause this shit is dope. Check now out. Listen. Wer rappt, was du rappst für FMN? Bist du richtig unter Strom des Tölls? Nord represent, Heimatsdorf, die Homebase. Treff MCs, die mit Freeman im Team brennen und das so gerne tun, weil sie alle sein Genie können. Unser Ziel ist Fans mit geilen Tracks zu versorgen, die wir meistens sehen, Freemans Wohnzimmer recorden. Futuristic Style mit dem Blick auf Rap von morgen. Und du hältst es nicht mehr aus und musst dir diesen Track besorgen. Deine größte Angst ist, dass die Anlage im Arsch ist, denn du hörst, wie man checkt, auch wenn nur deine alte Name ist. Also merke den Namen und sorg für den Aushang. Post gesagt, Peace! Und ich bin raus, Mann. Ladies and Gents, liebe Friends und Fans, hier kommt der Stanz, der mit seinen Hip-Hop-Raps so glänzt, dass du wannabe MC nur pausenlos fest und die alle meine Tracks-Studio brennt. Wenn Freeman an dem Bord und ich am Mic flip, da gibt's keine Köpfe, die nicht zu beat with. Keine Beine, die stillstehen, geht ab, ich will singen. Hier die Hüfte schwingt und eure Arme in die Lüfte bringt. Freeman, mach mal Beat und Rap-Time. Das ganze Jahr, was geht, denn ich rap-Time. Ich bin jetzt aus dem Werb, mal langsam weiter, die Nachbar MC Dynamic für das Representative. 1, 2, 3. Yeah, es ist wichtig, Grundsteine zu legen, also sich selbst zu vertreten, ist wegweisend deswegen sein. Ausschlaggebend für dein weiteres Leben und die meisten höre ich sagen, ey, der Zimbo kann das. Auf Protesten represent ich mich und niemand anders. Ich verewige mich nur selten mit nem Fimpel, eher mit nem Edding, denn meine Ansichten sind simpel. Generell nicht erklärbar an zwei oder drei Strophen. Doch die schönsten Dinge auf dieser Welt sind meist verboten. Seh die Welt objektiv und vertraust nichts. Viele können's nachvollziehen, meine Mutti steht am Schiff. Manche Menschen müssen bei, dann hab ich nicht den Drang zu. Scheiß auf Kung-Fu, ich trag Baggies und bin ganz cool. Ich geb fuck Finger an alle, die gleich zuschlagen. Leute, ruf mich an, dann ey, ich hab kein Guter. Fuck it. Buenas noches, ich bin überprall. Mach als den Überfall, wenn ich die Raps um die Rübe knall. Bin gigantisch, so wie Rübezahl. Hier kommt der Weiler vorbei, der ist am Mike noch viel geiler als all die anderen Freestyler, also rap nicht weiter. Hello heißt die City, die ich repräsente. Meine Moves gehen raus wie ne Zeitungsseite. Doch was ich heute erzähle, das ist auf jeden Fall richtig. Egal wie schnell du bist, mein Rap, der ist schneller und kriegt dich. Er wird dich verfolgen bis in die dunkelsten Ecken. Er wird dich ergreifen, raushauen und kleben bleiben. Wenn ihr dabei seid, mit einer Menge Lyrics, mein liebsten Highlight, mit einer Menge Lyrics. Wenn ihr ein Stück mit uns fahren würdet, wäre das arschcool. Mein Name ist Freeman und ich bin ein kleiner Wicht. Ich sitze an der Maschine, damit ihr die Beats ins Gesicht kriegt. Ich fühl mich erst groß, wenn ihr schließlich alle mit. Das ist mein Look und Motivation für den nächsten Pflicht. Was ich treibe, wenn ich mal zu Hause bleibe und nach dem Fade angreife, anstatt zu Zahnpasta und Salz. Dann leg ich Kicks mit Snare über Bass, Licks und mehr. Was geben die letzten Tricks noch her? Jetzt kommt Backstab her. Ich brauch nie Platz auf eurem Map-Spielplatz, weil ich das Ziel hab, dass ich viel sag, wenn ich wenig rede und stetig lebe. Fall aus dem Zaun, sag nicht, dass du den Stil hast, den ich eh nicht sehe. Der Beat hat auf die Ohren, das Lied ist außer Grund für alle, die die Seele sehen. Hinterm Rücken niemals dämlich hin. Das ist der Weg, den wir gehen, wenn wir nachts durch die Straßen fahren. Lebensgefühl in Straßenbahn. Gott verdammt, in Köln kenn ich jeden Straßennamen. Noch Fragen, Mann. Yeah. That Beat Radio 106.4. Stay tuned. Ja, und jetzt gucken wir ein bisschen Fernsehen, oder? Lass mal Fernsehen gucken. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Sorry, unser Kind ist wahrscheinlich von einem anderen. Ich kann mich nur an einmal mal erinnern und in dieser Zeit gab es leider Gottes keinen zweiten Schlüssel zu der Tür. Am schlimmsten war es ja heute Nacht. Ja. Da ein Bett und dort ein Bett. Ja. Und ich will klappen und da ist auf einmal gar nichts. Ja. Bist du ein lauter Schnarcher? Was glaubst du? Ich hab nicht gehört. Nein, es gab keine Party. Ich habe gefernseht und wurde überfallen. Dass sie ihre Pussy nicht gezeigt hat, ist alles immer. Was findest du denn nun persönlich abstoßend an dicken Frauen? Die sind einfach fett. Würdest du über dich selber sagen, dass du dick bist? Ich bin richtig fett. Ich denke, wir leben in der Demokratie, Alter. Jeder darf so sein, wie er will, oder was? Ich habe es nicht nötig, in den Puff zu gehen. Aha. Ne? Nach meinem Aussehen bestimmt nicht. Das Schlimmste war eigentlich, dass erstens mal die Toilette war absolut beschissen.
War es geplant? Ja, wie kann das passieren? Wie ist die Situation? Ich geh zu Vera und reg mich auf. Vor meine Scheißhose geht nicht auf. Ich wollte ihr doch zeigen, wie lang er ist. Und dass Vera ihm bitte mir dann noch küsst. Geil, reiß ich mir die Hose vom Leibe. Klare Sicht auf meine Glocken wie bei Frontscheibe. Und wenn's mir im Finger juckt, ruf ich Vera an, gehen wir in den Swingerclub. Ey, schau, was ich dir geben kann. Ich mach es nicht mit mir. Nee. Lass mich und nicht Vera ran, weil ich dich noch viel lehren kann. Ich erzähl Olli Geißen, was keinen interessiert. Vom Hals abwärts bin ich ganz tätowiert. Außerdem hab ich noch diese kranke Neigung. Ich schneid mir meine Haut ein mit nem Stückchen alte Zeitung. Ganz ohne Kleidung leg ich auch mein Weib um. Buddel sie im Garten und warte auf den Taifun. Aber in Deutschland kommt er leider nie. Stattdessen die Bullen und ich in Psychiatrie. Einen dicken Applaus für unseren nächsten Gast. Schön, dass er hier ist. Direkt aus dem Knast. Ich sitz zwar hier, doch ich komm nicht klar. Und das nicht wegen 12 Wochen JVA. Weshalb ich heute hier bin, werde ich euch preisgeben. Ehrlich gesagt, ich hab Scheißleben. Hab mittlerweile 8 Kinder, das waren Frauen. Sie kommen aus 8 Ehen, mit 8 Frauen. Alle 16 meinen jetzt, ich sei ein Verräter. Doch die ganze Story gibt's nach der Werbung, bis später. Das neue Bier, neue als neue wäscht, weiße als weiß mit seinem Punkte für Treue. Sammel sie Punkte und sammel sie an. Wecker und Handy, Trose und Rad. Ey Ricky, schau mal, ich hab ein Trauma. Wenn ich hobeln oder dübeln will, dann lande ich im Baumarkt. Hab ich mal Bock auf Comedy, besuche ich das Freundenhaus. Wenn ich an der Kasse Pommes will, fragen die mich, ob ich Bräute brauch. Genau wie heute auch, alles läuft verkehrt, ich check's nicht. Ich glaub, mein Hirn und mein Kopf spielen zerstecklich. Ich bin so schrecklich, vergesslich. Ich glaub, ihr seid Kometto 1, weil jeder sagt mir, leck mich. Gleich bei Brett. Ich sitz auf dem Sofa in einer Drecksflache. Nimm Schluck für Schluck aus meiner Becksflasche. Guck Talkshows, bei denen ich mich weiß wegflache. Danach in die Spiele, wo ich wer weiß was mache. Meine Freundin ist nur ein Strich in der Landschaft. Ich bin arbeitslos und so froh, dass sie anschafft für mich und meine bucklige Verwandtschaft. Ich hab 11 Kinder, eine ganze Fußballmannschaft. Mit 14 fing's an, beim Schutzgeld erpressen. Da bekam, wer nix hatte, nen Fuß in die Fresse. Mit 18 hatte ich dann schon die dicksten Schlitten. Mit 19 im Knast wegen Titten vertreten. Mit 23 fand ich die Frau fürs Leben. Was ich damals nicht wusste, es wird 7 weitergeben. Mein Leben geht bergab, direkt in den Keller. Und jetzt her mit der Kohle, ich muss noch zu Arabella. Tach, Alter, hier ist der Walder. Ich reg mich voll auf, weil die Kohle nicht am Start war. Hüni ist pleite und Heinz hat's verschwitzt. Udo haben die Bullen und die arme Socke sind schon seit über 3,5 Wochen in U-Haft. Das ist auch der Grund, warum der Typ noch keinen Besuch hat. Doch wart's nur ab, ich krieg die Kohle noch. Komm nur raus aus dem Bau, du dummes Arschloch. Ich hab eine Anzeige gestellt wegen Körperverletzung. Waren sie mir so eine Gefahrtstapel? Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann batte ich dir noch mal eine. Aber privat zu Hause. Ich bin für alles offen. Komm mal, Backs, was für Bomben bis zum Unfall. Meine Fresse könnt ihr öffnen, aber bitte nicht auf Schubschein. Es gibt tatsächlich Menschen, die uns Hip-Hop verdummern. Aber Wack-Musik ist mehr als nur pubertäres Rummern. Ich rap für die Jungs und Mädels, die langsam in die Jahre kommen. Und mach den Shit energisch, als hätte ich gerade begonnen. Ihr Kiddies habt mir die letzte Zeit die Fahrt genommen. Connect Hip-Hop hat FMN im Schlaf gewonnen. Yeah. Leute, ich hab gehört, für neuen Shit seid ihr offen. FMN, du Shit, ihr braucht nicht länger zu hoffen. Yeah. Denn Timo greift zu Mike und bringt die Maßen zum Kochen. Niemand hat mit gerechnet, aber ich hab's euch versprochen. Ich werd hippen und hoffen, auf Mike rippen und rocken. Aber glaub mal, der Track kommt nicht nur euch aus den Sorgen. Denn er geht unter die Haut und das was bis auf den Knochen. Versucht das Bild jetzt zu toppen, die Jungs kann keiner mehr stoppen. Wenn sich die Spreu vom Weizen trennt, weißt du wer ans Mike Stamp. FMN heißt die Crew Dynamic, der Typ, der ist bleibt. Und wir ballern euch mit Tracks zu, bis jeder's checkt. Wenn wir alt wären, wer längst eure Lieder verrät. Denn unsere Beats machen richtig süchtig, so wie Crack. Unsere Lyrics sind berüchtigt, eure tüchtig Wack. Seid ihr interessiert an Styles, dann begreift, was es heißt. FMN zu repräsentieren, jederzeit und weltweit. Morgens, wenn du aufstehst, denkst du nur an das eine. Du denkst an FMN, fette Beats und dicke Reime. Auf dem Lokus beim Karten, kannst du's kaum noch erwarten. Yeah. Denn du musst diesen Track hören, um in den Tag zu starten. Du schlägst die Zeitung auf und es raubt dir deinen Atem. Zu Freeman's Home Studio gibt es jetzt mal Taten. Euphorie ist kein Ausruf, Zuhörer sind Fanatiker. Denn auch hier im Stadtgarten macht dieser Track die Panik klar. Whoa. Ich steig aus dem Jet und mein Goldzahn blinkt. Ich kann nix dafür, dass ihr voll arm klingt. Dabei ich rap tight, mach auf Big Tim, Daddy Mac, cruise vorbei in nem babyblauen Cadillac. Baby, ich mag dein Babyspeck. Bam, bam, bounce auf und ab wie Hickysack. Jump, jump, slam dunk like Shack Attack. F-Man ist back mit dem Track im Gepäck, yeah. Und hier kickt den Rap, tight, yo.
gelernter Fahrer bin mit 26 Jahren oldschool wie Neandertaler. Respekt, ich mach den Shit zu deep, du hörst den Boost durch die Wand. Ja,